Hi ihr, ich wurde getaggt von der Carla vom Kanal Buchmomente per Instagram. Also sie hat es quasi nicht im Video gesagt, sondern hat mir dann hinterher bei Insta geschrieben, dass sie mich taggen will. Und es ist zwar jetzt schon, ja, der Juli fast am Ende, aber ich möchte den Mid-Year-Book-Freak-Out-Tag trotzdem machen und euch erzählen, wie mein erstes Halbjahr so gelaufen ist. Genau. Und starten wir direkt los mit der ersten Frage, die lautet: Welches Buch war dein bisheriges Jahreshighlight? Und ja, ich konnte mich nicht so ganz entscheiden, deswegen habe ich drei Bücher für euch mitgebracht. Einmal von Charlie Mackesy, Der Junge, Der Maulwurf, Der Fuchs und das Pferd. Ich habe euch das schon sehr oft gezeigt. Ich habe das bei der Spendengala 2.0 zur Versteigerung rausgegeben. Es ist super schön, es ist herzerwärmend, ein tolles Geschenk übrigens, finde ich. Also ich habe es auch schon mehrfach geschenkt und alle finden es einfach auch so schön. Und ja, das ist inhaltlich schön, die Zeichnungen sind toll und ja, also das ist auf jeden Fall ein Halbjahres-Highlight und auf jeden Fall auch ein Jahreshighlight für mich. Dann von Matt Haig, die Mitternachtsbibliothek, habe ich sehr geliebt und sehr genossen, habe Matt Haig als Autor für mich dabei entdeckt. Ich habe ja auch ein sehr ausführliches psychologisches Review von diesem Buch gemacht. Das packe ich euch mal ins i, wenn ihr das gelesen habt und euch das interessiert, was ich da mit einer psychologischen Perspektive in diesem Buch alles gefunden habe. Und ich habe da wirklich sehr, sehr viel Gutes drin gefunden. Deswegen bin ich sehr begeistert von diesem Buch. Schaut super gerne mal in das Video rein. Da erkläre ich das wirklich auch alles ganz ausführlich, wie das auch mit dem, ja, psychologischen Kenntnisstand zusammenpasst, was Matt Haig hier erzählt und warum das so ein tolles Buch ist. Und als drittes ein ganz frisches Highlight: Laura Imay Messina, Die Telefonzelle am Ende der Welt. Oder auch im Buch genannt Die Telefonzelle des Windes. Davon habe ich euch im Lesemonat Juni ausführlichst vorgeschwärmt, denn es war so, so schön und total berührend. Hier geht es ganz, ganz viel um Trauer. Und das ist ja auch ein Thema, ja, das mich betrifft, womit ich lebe. Und es ist so zart und so feinfühlig, wird hier an dieses Thema herangegangen. Also alle geraden Kapitel sind nur so ganz kurz und lockern das dadurch auf. Und ganz oft sind in gerade diesen kurzen Kapiteln so süße, herzallerliebste Sachen drin. Und wir begleiten hier Yui, die ihre Mutter und ihre Tochter im Tsunami-Unglück von 2011 verloren hat. Und auch das wird hier besprochen. Und das war mir überhaupt nicht bewusst, wirklich. Oder ich habe mich da nie mit auseinandergesetzt, was dieser Tsunami damals bedeutet hat für die Menschen, die da waren. Ich habe es natürlich mitbekommen, aber ich habe, ja, mir nicht ausreichend viele Gedanken darüber gemacht. Und das jetzt hier zu lesen, war mir auch so wichtig. Zudem, dass einfach dieses Thema Trauer so schön besprochen wird. Und es gibt halt diese Telefonzelle des Windes, wo man hingehen kann, um mit seinen Angehörigen oder, ja, denen, die man verloren hat, zu telefonieren. Man kann da reinsprechen und hört dann den Wind auf der anderen Seite rauschen. Und dort treffen wir halt auch verschiedenste Personen, verschiedenen Geschichten. Und es ist super berührend. Also ich habe wirklich auch sehr viel geweint bei diesem Buch und es war ein absolutes Highlight. So, die zweite Frage ist: Welche Reihenfortsetzung fandest du bisher am besten? Und ja, ich habe danach geguckt, es gab nicht so super viele, also ein paar aus dem Romance-Bereich, die ich solide fand, aber richtig gut fand ich Wir gegen euch von Frederik Backmann. Das ist jetzt hier die englische Ausgabe, weil ich die deutsche irgendwo hingestellt habe, wo ich sie jetzt nicht so schnell gefunden habe. Diese hier übrigens, wer daran Interesse hat, das auf Englisch zu lesen, schreibt mir einfach, könnt ihr haben. Also das Buch verschenke ich sehr, sehr gerne, weil ich kam ja dann mit der englischen Version nicht so gut klar, weil ich vorher mit der deutschen angefangen habe. Und dann die Sprache mittendrin zu wechseln, das war irgendwie eine dumme Idee. Und wer das aber gerne auf Englisch liest und dieses Buch gerne hätte, einfach schreiben, verschicke ich. Und das war eine super gelungene Reihenfortsetzung. Ich habe ja Kleine Stadt der großen Träume sehr geliebt. Ich fand es sehr intensiv und den Schreibstil von Frederik Backmann einfach total
außergewöhnlich. Also wirklich ganz besonders. Es ist nicht so super einfach, flauschi, bauschi, das zu lesen. Also es ist schon fordernd, finde ich auch vom Schreibstil her. Aber unglaublich. Und auch ein bisschen unbeschreiblich, finde ich. Und hier im zweiten Teil haben wir einen anderen Fokus und der liegt ganz stark auf Gewalt und der liegt ganz stark darauf, was zwischen Björnstadt und der Nachbarstadt Heeth passiert und wie sich das sozusagen da aufreibt aneinander, übers Eishockey, aber auch durch andere Themen. Wir haben viele ProtagonistInnen, die wir hier wieder treffen, ein paar neue auch mit dazu. Genau. Ich hatte der zweite Band nicht so begeistert wie der erste, weil ich das Gefühl hatte, hier sind wir ein bisschen weniger bei den Einzelnen gewesen. Es waren irgendwie mehr Figuren, wir haben mehr gewechselt und beim ersten war ich noch ein bisschen näher an den Leuten dran. Plus, ich fand den hier auch ein bisschen schwerer, so eine schwerere Kost als den ersten, weil der erste hatte noch mehr Elemente, die sozusagen ein bisschen Gleichgewicht geschaffen haben, neben den schweren Themen. Und das war hier ein bisschen weniger. Das fand ich dann, ja, bisschen bedrückender, deswegen habe ich so ein bisschen Abzug gegeben, aber es war auf jeden Fall eine total gelungene Fortsetzung der Reihe. Ausreichend anders, um jetzt nicht quasi langweilig zu werden. Also das war richtig gut, aber auch Kontinuität drin und jetzt bin ich super gespannt auf den dritten und letzten Teil. Dritte Frage war eine Neuerscheinung, die du lesen wolltest, aber es noch nicht geschafft hast. Da habe ich mir jetzt ausgesucht von Kristine Fear Self-Compassion. Das kam im Juni raus. Ich musste ewig darauf warten, bis ich das endlich bekommen habe. Und ich habe angefangen zu lesen, aber es noch nicht gelesen. Und ja, so sehr ich darauf gewartet habe, Ewigkeiten, ist es einfach schade, dass ich es bisher noch nicht gelesen habe. Und das ist auf jeden Fall eine Neuerscheinung aus dem ersten Halbjahr, die ich noch ganz unbedingt lesen möchte. Die vierte Frage ist, auf welche Neuerscheinung aus dem zweiten Halbjahr freust du dich am meisten? Und ich behalte ja Neuerscheinungen gar nicht so richtig im Blick. Also es gibt ja auf anderen Kanälen, zum Beispiel bei Ruth von Zwischentausend Zeilen, dass sie wirklich regelmäßig diese, also Videos dazu macht, welche Neuerscheinungen kommen werden und worauf sie sich freut. Ich liebe das, das zu gucken und da freue ich mich auch immer mit, weil da auch oft Sachen sind, die mich auch total interessieren. Aber irgendwie danach zu recherchieren, was demnächst rauskommt, das macht mir nicht so viel Spaß. Und ich habe ja auch noch so viele Bücher hier stehen. Also es drängt mich gar nicht so danach, nach Neuerscheinungen zu schielen. Aber worauf ich mich sehr freue, das habe ich halt auch bei Ruth gesehen, ist von Jen DeLuca der dritte Band aus ihrer Reihe oder ja aus ihrer Companion-Reihe Well Matched. Also der erste ist Well Met, der zweite Well Played. Die habe ich beide schon gelesen. Den ersten fand ich sehr gut, den zweiten fand ich gut und freue mich auf den dritten, denn das Setup, also die beiden Personen, um die es hier geht, die kennen wir beide schon aus beiden Bänden und das verspricht eine total spannende Mischung zu sein, denn der männliche Protagonist, der ist mehr, ja, ist ein bisschen so ein Womanizer und hat auch unter seinem Kilt auf dem Renaissance-Fest, um das sich das hier alles dreht, nichts an. Und April ist die Schwester der Protagonistin aus dem ersten Band, Emily, und die ist eine taffe, selbstbewusste Frau, alleinerziehende Mutter, die, ja, wo man das Gefühl hat, die hat eigentlich mit dem Ex-Mann so genug am Kopf, dass sie gar keine Lust hat auf eine neue Beziehung. Und das war so enttäuschend, also das ist so ein bisschen das Gefühl, was ich bekommen habe, dass sie auch nicht auf der Suche ist und total okay damit ist, alleine selbstständig ihr Leben zu leben. Und diese beiden kommen, soweit ich weiß, irgendwie in eine Fake-Beziehung miteinander für irgendeinen Zweck. Das weiß ich noch nicht. Und da bin ich mega, mega gespannt drauf. Und dieses Buch wird dann am 19. Oktober erscheinen, auch auf meinem Kindle. Die fünfte Frage, welches Buch hat dich bisher am meisten enttäuscht? Da konnte ich mich auch nicht für eins entscheiden, weil es da mehrere gab. Ich zähle sie mal auf. Einmal, und ihr werdet euch ja nicht wundern, wenn ihr meine Videos schon länger guckt. Also, einmal eine Enttäuschung war von Joel Dicker, die Wahrheit über den Fall Harry Cabot. Gar nicht meins. Hatte ich gehofft,
dass es besser wird, weil auch viele gesagt haben, es ist besser als die Baltimores, und die Baltimores mochte ich ja auch nicht so gerne, aber ich fand das Buch sogar noch schlechter als die Baltimores. Und Joël Dicker und ich, wir werden da buchmäßig nicht mehr übereinkommen. Also das gebe ich jetzt auf. Dann eine weitere Enttäuschung war leider Benedict Wells vom Ende der Einsamkeit. Davon habe ich mir echt viel, viel mehr versprochen, weil das ja auch wirklich sehr geliebt wird, dieses Buch. Und ich kam den Personen nicht nah und fand auch ein paar Handlungsstränge eher schwierig. Und ja, davon war ich auf jeden Fall auch enttäuscht. Und als drittes war ich von Red Rising von Piers Brown enttäuscht. Das habe ich zusammen mit Basti und Ruth gelesen und wir waren alle drei nicht so begeistert, obwohl halt ja vorher so ein großer Hype war und wir auch Bock auf das Buch hatten und uns viel von diesem Mars-Setting versprochen haben und so. Und es fing auch eigentlich ziemlich vielversprechend an und dann wurde es irgendwie komisch und der Protagonist völlig, also ich konnte ihn überhaupt nicht nachempfinden, sozusagen. Es war mir überhaupt nicht klar, warum der bestimmte Dinge tut. Also seine Motivation wurde überhaupt nicht deutlich. Und dann war der eigentlich so ein blitzgescheiter Typ, der alles irgendwie ständig checkt und gleichzeitig aber in die dümmsten und einfachsten Hinterhalte reinstolpert. Und dann sind wir auch irgendwie nicht mehr wirklich bei so einem Mars-Setting, sondern, ja, was sie sagt immer, im bayerischen Wald. Also, ja, da habe ich mir auf jeden Fall auch sehr viel mehr von versprochen. Die nächste Frage ist, welches Buch war für dich die größte Überraschung bisher? Und da würde ich sagen, von Adriana Popescu, Ein Lächeln sieht man auch im Dunkeln, ein Jugendroman. Und ja, da habe ich gar nicht so viel Tiefe erwartet. Ich war einfach happy, das mit den Bookfriends zusammen lesen zu können. Mag Adriana Popescus Schreibstil total gerne und war, ja, habe mich darauf gefreut, aber hatte keine großen Erwartungen. Und dass das dann so viel Tiefe hatte und so tolle Charaktere, das hat mich dann richtig überrascht und auch richtig begeistert. Frage 7 ist, wer ist dein neuer Lieblingsautor oder deine neue Lieblingsautorin? Da habe ich zwei. Das ist zum einen Matt Haig, der mich mit der Mitternachtsbibliothek sehr begeistert hat und von dem ich auch das Comfort Book schon lese und dem ich auf Instagram folge und den ich total nett finde, super sympathisch. Er hatte letztens in seiner Instagram-Story, wie er quasi sein Buch, also das Comfort Book, überall in Brighton quasi irgendwo hingestellt hat, damit Leute das einfach finden können. Und ja, hat sich so lustige Plätze ausgesucht und hatte selber so viel Freude daran, das zu machen. Und das fand ich total schön. Also mein Hake finde ich super. Wobei ich übrigens nicht genau weiß, ob Hike oder Hake. Deswegen sage ich einfach immer das anders. Und als zweites, lieber Dugo, deren Grisha-Trilogie ich jetzt gelesen habe, die mich jetzt nicht komplett voll 5-Sterne-mäßig vom Hocker gehauen hat, deswegen ist sie jetzt hier noch nicht aufgetaucht, aber die ich sehr genossen habe und wo ich richtig große Vorfreude habe, mehr von ihr zu lesen. Nämlich, es gibt ja noch die Krähen, das Krähen-Duo sozusagen, das Krähen-Duett, die beiden Bücher, und dann gibt es auch noch ein Duett für. Also die Nikolai-Duologie oder Duogie oder ihr wisst schon, also zwei Bücher. Genau, und auf die freue ich mich riesig und deswegen wollte ich lieber Dugo hier auf jeden Fall auch nennen. Und da passt die achte Frage zu, wer ist dein neuer fiktionaler Schwarm? Und das ist tatsächlich, glaube ich, am ehesten Nikolai geworden, der dann ja in dem Duett Duologie wieder auftaucht und der ist jetzt in der Grisha-Trilogie schon aufgetaucht und ich fand ihn sehr interessant und ja, auch attraktiv, so wie er geschrieben wurde und er hat jetzt noch eine Qualität sozusagen dazu gewonnen, die mir vorher ein bisschen gefehlt hat und ich habe schon mit Ruth drüber gesprochen, dass es dann in seinen Büchern, wo es um ihn geht, kommt das dann auch zum Tragen und ja, ein bisschen schwärme ich ja schon. Und neuntens ist die Frage, was ist dein neuer fiktionaler Lieblingscharakter? Da habe ich zwei ganz wunderbare Frauen. Das ist einmal Marie aus Adriana Popescus Ein Lächeln sieht man auch im Dunkeln. Die weibliche Protagonistin, die eine so,
so starke junge Frau ist. Ganz beeindruckend, ganz, ganz toll. Und als zweites möchte ich da Yalta nennen aus Summon Kids, das Buch Anna, hier die englische Ausgabe, The Book of Longings. Das ist die Tante der Protagonistin Anna. Und Yalta hat einfach echt so gute Sätze drauf. Also so viel Weisheit, die an den richtigen Momenten in diesen Büchern durchkommt. Und die ist ja so liebevoll für ihre Nichte da und begleitet die und hat auch selber so eine Stärke in sich. Und die fand ich auch total beeindruckend. Frage 10, ein Buch, das dich zum Weinen gebracht hat. Ganz, ganz viele. Also ich kann euch nicht alle zeigen, bei denen ich geweint habe, aber bei dem ich sehr viel geweint habe, war dieses Laura Imai Messina, die Telefonzelle am Ende der Welt. In diesem Buch geht es auch um Trauer und in dieser Telefonzelle kann man quasi mit seinen verlorenen Liebsten in Kontakt treten. Und dadurch kriegen wir verschiedene Trauergeschichten auch erzählt. Und Trauer ist ja auch ein Thema in meinem Leben. Und deswegen hat mich das sehr, sehr berührt, auch sehr oft gerührt. Und da sind auch ganz schön die Tränen gekullert. Frage 11, ein Buch, das dich glücklich gemacht hat. Auf jeden Fall dieses wunderbare Buch hier von Charlie Mackesy, Der Junge, der Maulwurf, der Fuchs und das Pferd. Ich habe es euch jetzt schon so oft gezeigt, weil ich es auch bei der Spendengala vorgestellt habe und zur Auktion gestellt habe und so. Das hat mich auf jeden Fall sehr, sehr glücklich gemacht. Ich habe meine Ausgabe von Ruth geschenkt bekommen und das war ein wunderbar schönes, tolles, super Geschenk. Und ansonsten hat mich noch glücklich gemacht von Nina George, die Mondspielerin, weil ich einfach, ja, das eine sehr berührende, lebenssehnsüchtige Geschichte fand, die mich auch mit Lebenslust und Lebensfreude in Kontakt gebracht hat und ja, einfach total schön war. Und die nächste Frage ist das optisch schönste Buch, das dieses Jahr bei dir eingezogen ist. Ich habe wirklich viele schöne Bücher, aber es gibt eins, das ich immer wieder betatsche, weil ich es so schön finde. Und das ist Isabel Bogdan, der Pfau. Und das ist hier so metallic-mäßig und das fühlt sich auch so schön an, wenn man da so drüber geht. Das ist nämlich so ein bisschen ja, reingepresst sozusagen. Und es gibt ein Wort dafür, was mir nicht einfällt. Eingeprägt. Genau. Ja. Ha, da war es. Hat ja nur eine halbe Minute gedauert. Und das finde ich einfach total schön. Also, es gefällt mir so gut. Die 13. Frage ist, welches Buch musst du unbedingt dieses Jahr noch lesen? Und das sind Die Krähen für mich von Lieber Dugo. Das will ich dieses Jahr auf jeden Fall noch lesen. Und die 14. und letzte Frage ist, welche Buchverfilmung hast du dieses Jahr gesehen? Und das sind zwei Serien, die ich gesehen habe, nämlich einmal die Shadow and Bone Serie, die auf den Grisha-Büchern basiert und auch ein bisschen von den Krähen mit drin hat. Das gibt es auf Netflix, das hat mir sehr gut gefallen. Und auch eine Serie, die es bei Netflix gibt, die auf Büchern basiert, ist die Bridgerton-Serie, die ich auch sehr genossen habe, obwohl es wirklich einen Punkt gibt, den ich total problematisch finde und über den auf jeden Fall diskutiert werden muss. Und auch, also das passiert auch und das finde ich wichtig. Ich bin wirklich verwundert, warum das in der Serie auftaucht, weil quasi in der Buchvorlage wurde die gleiche Stelle auch schon sehr vehement diskutiert und das hätten die Serienmacher ja auch aufgreifen können und das umschreiben, anders machen oder auch anders bewerten. Also das wird nämlich nicht problematisiert in der Serie, was da vorfällt. Und das wäre ja okay, ne, dass irgendwas passiert und dann wird das problematisiert. Ist ja total wichtig auch. Und hier passiert aber nun was Problematisches und dann wird dann nicht so richtig drüber gesprochen. Nur ganz bisschen. Und das hat mir auf jeden Fall nicht gereicht. Das fand ich nicht so toll. Ansonsten auch ein bisschen fehlende Kommunikation haben wir auch. Aber es ist auf jeden Fall eine Verfilmung von Büchern und den zweiten Band habe ich dann auch als E-Book schon gelesen und bin auch gespannt auf die zweite Staffel. Und ja, hat mich einfach gut
unterhalten gefühlt von der Bridgerton-Serie. Aber wenn ich euch eine von beiden empfehlen müsste, dann wäre es auf jeden Fall die Shadow and Bone-Serie. Die fand ich viel besser. Ja, die fand ich richtig, richtig gut. Ja, und das war der Mid-Year-Book-Freakout-Tag von mir. Ich tagge jetzt niemanden mehr, weil wir ja schon so spät im Jahr haben. Deswegen, ja, danke ich hier nochmal Carla von Buchmomente. Den Kanal verlinke ich euch natürlich in der Infobox fürs Taggen. Freue mich, wenn ihr mir in den Kommentaren auch ein paar der Fragen beantwortet. Die sind natürlich auch in der Infobox. Da könnt ihr euch ja welche rauspicken oder auch gerne alle beantworten und mir schreiben, was ihr geantwortet hättet. Und was ihr mir auf jeden Fall gerne beantworten könnt, ist, was war euer absolutes Highlight im ersten Halbjahr? Das würde mich sehr, sehr interessieren. Und ja, das war es dann von mir. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Macht es gut. Ciao.